So, Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Beim letzten Mal haben wir die Luftkanister gereinigt, also die restliche Seite, und sämtliche wollen jetzt. Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Zum Leviathan, wollte ich sagen. So, das ist mal wieder viel zu viel Zeit vergangen, weil ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Das heißt, ich bin wahrscheinlich jetzt wieder mal total schlecht, wie immer, nachdem ich ein Spiel viele lange Zeit nicht gespielt habe. Jedenfalls weiß ich noch, dass hier irgendein ganz übler Motherfucker auf uns wartet. Das sieht ja schon total nett aus. Lebende Wände. Und mittendrin liegt ein Audiolog. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt. Total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Okay, dann wart mal da. Das sieht eklig aus. Ich habe das Gefühl, dass ich das kaputt machen muss. Auch nicht. Ich frage mich jetzt gerade, ob das Vieh organisch ist. Also so fleischmäßig organisch oder eher so. Sieht mir nach Pflanzen aus. Na gut, jetzt konnten wir das Antigen spritzen. Das sah mir gerade mehr nach Pflanze aus. Oh Gott, ich bin gespannt, was für ein Vieh auf uns wartet. Haben wir nur unsere Laserknarre? Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Okay, das war eine ziemlich deutliche Ansage, würde ich sagen. Puh, end. Das war Dead Space für heute, Leute. Ich würde sagen, beim nächsten. Okay, nein, das kann ich nicht bringen. Gut, what the hell? Alter Vater. Okay. Das. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, danke. Oh, Scheiße. Was ist das? Okay. Uah. Ja, guck mal, ich habe ihm wehgetan. Oh nein, ich habe ihn nicht wehgetan. Ich habe ihn ziemlich wütend gemacht. Oh, hi. Haha. Autsch. Steh auf, Isaac. Danke. Okay, machen wir es anders. Na, bleib mal stehen. Oh, voll daneben. Okay, renn einfach. Renn einfach weg hier. Warte, jetzt vielleicht? Ich krieg hier voll auf die Fresse die ganze Zeit. Warte mal, da, guck mal da. Da! Da! Aha, sage ich doch. Cool. So, den kriegen wir auch noch down. Oh Gott, ist das jetzt sowas wie ein Boss? Gegner! Auf jeden Fall ist die Waffe ziemlich geil dafür. Komm, jetzt du noch. Ich weiß es, du willst auch raus. Ja. Okay, komm. Ich kriegen wir. Ich habe das Gefühl, dass ich immer näher komme, und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Okay. In deiner Mitte ist doch bestimmt noch was. Wow, the hell. Und wieder was ist. Wow. Mach auf. Wow. Alter Schwede. Wow. Treffe ich überhaupt, wenn ich da reinballer? Ich sag jetzt einfach mal ja, dass das so ist. Achso, das ist Blaffer-Munition. Ja, toll. Ganz toll. Oh oh. Oh, ich hab keine Ahnung, ob ich überhaupt Schaden mache. Auf jeden Fall verballere ich gerade die ganze gute Munition. Ich nehme mal den Ripper. Autsch. Und versuch so da rein zu schießen. Oh, da sind unsere Freunde wieder. Okay, das tut's auch. Ich habe gerade übrigens Ripper gesagt. Ich meinte den Plasma-Cutter, nicht den Ripper. Sorry. Bam. Einfach drauf. Einfach drauf. Tun wir ihn weh? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das hier ganz schön rot. Oh, ich bin so froh, dass ich so viel Munition habe. Bin ich froh. Aber noch relativ
easy going, muss ich sagen. No problem. Ja, immer schön drauf. Okay, für das Ding jetzt wieder die Knarre. Bam! Ja, das ist doch schön. Da können wir genau wissen, was wir für welche Waffe am besten brauchen. Und wieder rein. Schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Meine Fresse. Das war ein Boss, Leute. So, was hat unsere Munition? Wir haben nur noch das, was wir geladen haben. Aber wir haben fast nichts mehr für die Laserkanone. Plasma-Cutter haben wir noch ein bisschen. Strahlenmunition, ja, noch mehr als genug Ripper. Ich würde sagen, diese Munition hat sich gelohnt und war gut angesetzt. Was ein Vieh. Zieht euch das Teil rein. Ich muss sagen, ich habe unter Leviathan ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber ich will mal nicht meckern. Ich will lieber auf die Sachen einsammeln, die hier rumfliegen. Lag ja noch mehr irgendwo rum. Ja, Hammett ist mal wieder seiner Lieblingsfähigkeit nachgegangen. Er ist abgehauen. Das olle Schwein. Nachdem wir ihn gerettet haben. Jetzt ist schon das ganze Vertrauen, was er sich wertvoll aufgebaut hat, was ich ihm entgegengebracht habe, ist jetzt schon wieder weg. Nein, nicht komplett. Aber es kommt mir ein bisschen seltsam vor. Und das da oben will ich doch garantiert auch noch mitnehmen. Oh Gott, dann halt nicht. Dann gehe ich halt zu Fuß dahin. Ja, sorry Leute, das muss jetzt noch sein. Ich habe mir das richtig verdient nach diesem sagenumwogenen Kampf. Okay, und jetzt heißt es wieder raus hier. Und Kendra hat schon wieder gesagt, irgendwas ist hier scheiße. Sie weiß nicht, wie lange die Tür noch standhält. Welche Tür, frage ich mich da. Kann ich das hier wieder einsammeln? Nö. Okay. Es sah eben heller aus hier. Okay, irgendwas passiert. Ah! Ah! Nein, es passiert nichts. Cool. Schön. So. Ja, ich muss sagen, mir geht's gerade ganz gut, weil wir jetzt diesen Teil hier geschafft haben und das siebte Kapitel generell etwas heller war und freundlicher und frischer. Deswegen zur Feier des Tages direkt mal einen Safe-Spot nehmen. Ja. Ja. Wunderbar. So, du führst uns wohin? Ja, wieder zurück. Okay, Hammond, hier lagst du. Was ist mit dir passiert? Ich hoffe, er ist nicht tot oder so. Nein, ihm geht's scheinbar gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es vorher hier schon so blutig war. Lass mich einfach zurück zur Monorail. Was haltet ihr davon? Na? Ich fände das total super. Irgendwann wird in einem Fahrstuhl was passieren. Ich weiß es. Irgendwann kommt da was durch. Und dann bin ich genatzt. Die Fahrstühle sind noch sowas wie meine. Ein kleiner Zufluchtsort. Babyschranki, geh gucken, ob da was ist. Oh nein, hier ist ja der Scheißraum. Okay. Da war nichts, ne? Ne, gut. Dann
Geschafft! Kapitel abgeschlossen, hoffe ich, oder? Ja. Darauf ein Schluck. Leider kein Tee heute. Tut mir leid. Ah, liebend gerne. Gut, durchatmen. Vielleicht geht's mir ins Leere. Ich habe übrigens kurz bevor dieser Aufnahme dieses SCP gespielt. Diesen zweiten Teil davon jedenfalls. Mein Gott, ist das ein krankes Spiel. Aber das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Das heißt nicht, dass Dead Space weniger Abfuck ist, wollte ich gerade sagen. Im Gegenteil, es ist even more heavy. Ich habe gerade erstmal gemerkt, wie schön sich die Ripper-Klingen da unten drehen in den Teil. Guckt euch mal an, guck mal. Das ist ja die ganze Zeit richtig aktiv, das Teil. Das ist, waren wir ja eben schon mal. Das kommt mir nämlich gerade nicht bekannt vor, muss ich sagen. Warum wird hier so viele Abzweigungen? Ihr wisst doch, was ich von Abzweigungen halte. Energieknoten! Woo! Ich liebe Abzweigungen. An sich hasse ich Abzweigungen, aber trotzdem jetzt natürlich doch. Ach so, hier ist wieder keine Abzweigung. Ist da so weit gefächert aus hier, Ripper-Kling. Schmeiß mir Ripper-Kling hinterher. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie 4 Slots plus die geladene Munition damit voll habe schon. Ganz viele kleine Schrankis. Es ist ja nicht so. Jetzt könnte man eigentlich mal wieder ein Monster kommen. Das ist nämlich langsam, kommt wieder dieser Moment. Man erwartet die ganze Zeit, was, es passiert nichts. Und warum ist dieses Raum hier so mega abartig groß? I hate big rooms. Ja, noch mehr. Also wenn ich eins weiß, dass mir Ripper-Munition nie ohne Werkbank. Lecker, lecker. Ja, dann wollen wir doch mal direkt unsere Energieknoten direkt wieder verschwenden. Direkt, habe ich schon direkt gesagt. Direkt. So, für die Rig. Erstmal, habe ich ja gesagt. Bam. 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 Toll. Und jetzt kann ich schon direkt nichts mehr machen. Schön, okay, gut. Das hat sich ja gelohnt. Habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr da hinten mehr Leisten bekommen? Ich glaube, ja, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht das cool aus, wenn das mehr sind. Es sieht ein bisschen so aus, finde ich, Achtung, kranker Vergleich, incoming. Ich finde, es sieht ein bisschen so aus, als würde er seine Wirbelsäule außen tragen. So mehr das wird. Wie die Wirbel, da guckt euch das doch mal an. Wie so leuchtende Neonwirbel halt. Und so. Okay, da haben wir... Ja, wohin mit den... Ja! Ripper Clean? Nee, Geld. Okay. Wow. Das... Spiel geizt nicht, wollte ich sagen. Was sind das? Okay, ich dachte immer, wenn ich hier durchgehe, kommt dieses Geräusch. Oh Gott. So, was haben wir denn? Wir haben arschwenig Geld, sehe ich gerade. Huch. The fuck. Wir haben ziemlich viele Medikits. Brauche ich nicht. Ist nur klein. Ja, jetzt wird er übermütig, denken Sie. Jetzt wird er übermütig. So, zu viel Munition. Geld. Ich brauche Geld. Das reicht völlig. Und ihr könnt jetzt schreien. Nein, mach das nicht. Doch. Mach ich. Because I have too much money. So. Ja. Speichern wir direkt doch mal wieder. Warum auch nicht? So, ins Leere. Ich glaube, das Spiel hat 12 Kapitel oder 11. Ich weiß es gerade nicht mehr. Das heißt, wir müssten schon über die Hälfte haben, glaube ich, oder? Das ist, wir kommen gut voran. Und auch wenn das Kapitel noch recht freundlich wirkt, merke ich gerade dadurch, dass die ganze Zeit nichts passiert, schon wieder so eine ekelhafte Ungewissheit. Ihr kennt das ja, dieses Problem. Ripper.
Ich will auch meinen Ripper stärker haben. Ja, der Ripper und der Plasma-Cutter sind nun mal meine Standardwaffen. Da kann ich nichts für. Und übrigens, wenn mir die Laserknarre nicht nützlich wird, jetzt demnächst werde ich die wieder verkaufen, weil ich habe doch gerade gemerkt, was mit der Laserknarre zwar mit einem Schuss möglich war, bei dem Leviathan hat mit dem Plasma-Cutter eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. Gut, wir nehmen wenig mehr Schuss gebraucht, aber ich überlege mir das, ob ich die behalte. Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Mir ist nicht so ganz wohl, wenn der mit mir in dem Raum liegt. Da kommt da wieder so ein Typus-Virus, der... Hä? Ach so, ich bin in A. Nehme ich jetzt mal an. Und ich muss da... Ah nee, zu Abbau kann ich nicht. Okay, dann auf zur Verarbeitung. Und der Fahrstuhl ist so riesig. Komm. Oh Gott. So, jetzt darf sich jeder mal schön. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte vor Schreck. Ne? Von wegen, es passiert nie was in dem Fahrstuhl. Ich weiß, dass das nämlich Leute geschrieben haben. Dankeschön. Also wirklich Dankeschön, dass ihr nicht gespoilert habt, aber... Gut, wo es zwei auf einmal waren, habe ich doch ein bisschen Panik gekriegt. Und warum sind die so krass gegen den Ripper gewesen? Der hat ihnen ja kaum was gemacht. Und bah, die sehen eklig aus und dort aufzuzucken. Leute, ich würde mal sagen, das war Dead Space für heute. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter und da hat es mich gegen Ende doch nochmal erwischt. Bis dann. Ciao.